Hallo und herzlich willkommen zu Alien Breed Impact. Ja, ein neues, weiteres Unzock-Projekt. Wir werden mal gucken, um was es hier geht, was wir machen können. Ich habe es schon einmal ganz kurz angespielt, um zu schauen, ob es bei mir läuft. Und ich bin positiv überrascht, denn es läuft bei mir. ja, es ist, glaube ich, gar nicht mal so ein schlechtes Spiel. Aber wahrscheinlich eher ein Spiel, das man zwischendurch ein bisschen zocken könnte. Guck mal, hier steht schon die Leopold. Ist auch ein schöner Name immer für eine Rakete auf jeden Fall. Ich gehe jetzt erstmal auf Weiter, mache den Einzelspieler-Story-Modus und wie ihr seht hier fortfahren, könnte ich auch machen, aber ich mache natürlich ein neues Spiel. Und da ich diese Art von Spielen auch noch wirklich gar nicht so richtig gespielt habe in meinem Leben, werde ich auch auf Anfänger beginnen, denn ich bin eindeutig kein Veteran und kein Profi. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was uns hier mit der Leopold erwartet. Who's there? Lieutenant Mia. Yeah. I wanted to speak with you. Gravitational anomaly detected. Warning. Conrad. Why do you hate synthet? Can you walk? You hit something. You saved me. Indeed. Not much gets by you, Chief Engineer. Come on. Wait. I need to get to the bridge and see how dead we are. What about the envoys? The mission? They are probably all dead. The upper decks have been torn to pieces. Maybe I can help. Negative. Head to the main reactor and shut it down before it overloads. If it does, everyone on the ship is dead. Stay in radio contact and be careful. Keep us alive. Ja, das war's denn wohl mit der Leopold. Da kann wohl ein neues Schiff dann geholt werden. Oh mein Gott, ist das laut. Moment. Boah. Das hat mich jetzt aber ganz schön überrascht. Mega laut, ey. Ja, wir können hier ein bisschen Spinte untersuchen. Wir können Gegner abknallen. Und ich finde durchaus, dass diese Vogelperspektive hier gar nicht mal so übel ist. Das habe ich schon, als ich es vorhin kurz angespielt habe, habe ich schon gemerkt, ist gar nicht so schlecht, diese Perspektive. Hat durchaus irgendwas an sich. Genau, wir müssen eine Sicherung finden für die Tür. Und da ist sie auch schon. Und auch noch ganz viele andere Sachen, glaube ich, mal einsammeln. Weil ist sicherlich ganz praktisch, egal was man einsammelt. Man braucht in so einer Situation bestimmt alles. Und ich könnte schwören, dass sie ein Cyborg ist. Die ist 100% ein Cyborg. So wie das Bein aufgefetzt ist und da so ein bisschen die Sehte und so rausschauen. Und sie keine Schmerzen hat, wohl bemerkt. Zumindest sieht es so aus, dass sie keine Schmerzen hat. So, bitte einmal Tür öffnen. Dankeschön. So, Reaktorraum. Aber vorher gucken wir uns hier ein bisschen um. Denn wie gesagt, einsammeln ist immer das A und O, egal in welchem Spiel. Daher sammle ich doch lieber immer alles ein. Selbst wenn es nur hier so ein kleines Anzockprojekt ist, wird alles eingesammelt. Man weiß ja nie, wofür man Geld gebrauchen kann. Vielleicht können wir uns hier zwischendurch irgendwo ein Eis kaufen. Wer weiß. Ich meine, so ein Eis in einer heißen Situation und eine Betäubungsgranate dazu hat schon mal Wunder gewirkt. So, hier gibt es aber auch irgendwie überhaupt gar nichts. Ah, Fragmentgranate, was ist das denn? Vielleicht nur ein Fragment einer Granate? Wer weiß? Könnte durchaus sein. Ja, wie gesagt, gar nicht schlecht. Oh, nee, ich will das gar nicht benutzen. Ah, so benutzt man das. Okay, danke, gut zu wissen. Dass ich jetzt keine Betäubungsgranate mehr habe. Die hätte ich bestimmt gebraucht. Naja, okay. Was soll's.
Magnetkarte. Oh, da sind schon irgendwelche seltsamen Monster. Na gut, wir befinden uns hier auch im Weltall. Ich meine, was erwartet man sonst vom Weltall? Oh cool, hier geht's sogar lang. Aber warte mal, ich will trotzdem da oben mal schauen. Bevor ich hier irgendwie weitergehe. Menschlicher Leichnam. Den durchwühlen wir einfach mal. Einfach mal antatschen. Nichts Interessantes gefunden. Schade. Oh, tödliches Halogengas. Das ist natürlich nicht so schön, da wollen wir nicht durchgehen. Obwohl er hat doch so eine Maske auf. Der dürfte uns doch gar nicht so viel passieren. Na gut, gehen wir hier. Überall liegen Leichname rum. Durchwühlen wir. Durchwühlen alle Leichname. Heißt es überhaupt Leichname? Leichname oder Leichname? Was ist die Mehrzahl? Aber die scheinen alle nichts Interessantes bei sich zu haben. Mensch, da können wir schon mal klauen und dann finden wir nicht mal was. Okay. Weiter geht's. Hab doch was Schönes dabei. Körper durchsucht. Ah, da habe ich wieder eine Betäubungsgranate. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Ich muss mich auch an die Steuerung extrem gewöhnen. Habe ich jetzt aus Versehen schon wieder die Granate geworfen? Ich glaube, ich habe tatsächlich aus Versehen die Granate wieder geworfen. Das kommt einfach nur daran, dass ich immer lenken will mit der anderen Maustaste. Glas kann beschädigt und zerstört werden. Okay. Dann schießt doch wenigstens so hoch. Ja, er schießt natürlich nicht hoch. Menschlicher Leichnam. Hier. Hier ist doch Glas. Okay. Gehen wir einfach mal durch. So viele Leichname. Also das kann ich nur immer wieder sagen. Taschenlampe. Sehr schön. Endlich haben wir eine Taschenlampe. Oh. Endlich haben wir eine Taschenlampe. Das heißt, es wird gleich dunkel. Das ist doch immer so. Wenn man irgendeinen Gegenstand findet, den man vorher nicht gebraucht hat, dann braucht man ihn in der nächsten Zeit auf jeden Fall. Und Geld. Geld brauchen wir auch. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein kleiner Räuber hier irgendwie. Alle erstmal durchsuchen, ob sie was dabei haben. Geld klauen. Ich meine, wozu brauchen wir Geld? Eine neue Waffe haben wir erhalten. Nee, oder? Nee, da war nur Geld drin. Ach, das war nur ein Tipp. Alles klar. Nichts Interessantes. Schade. Aber den hier habe ich noch nicht. Oh. Wo ist ein Ausgang? Ach, da. Die halten ja zum Glück nicht so viel aus. Attention, attention. Okay. Aber wer weiß, was da noch so für Monster auf uns zukommen gleich. Geld. Komm, gib mir Geld. Einfach mitnehmen. Wo sollen wir denn jetzt lang? Hier kann ich unmöglich durch. War denn hier noch eine Glasscheibe? Soll das hier eine Glasscheibe sein? Nee. Ach so, das ist einfach nur eine offene Tür. Okay. Jetzt sieht man aber auch echt ein bisschen schlecht alles. Also wenn jetzt hier so ein Gegner stehen würde, hätte ich das überhaupt gar nicht gesehen. Aber vielleicht haben sie ja vorgesorgt und bei solchen Stellen extra keine Gegner gepackt. Das wäre natürlich echt total nett. Los, lass mich durch. Ich höre das doch schon wieder krabbeln hier. Ach nee, oder sind das nur diese Lecks da oben? Es könnte auch nur das Leck sein. Es sieht aus, als wenn es regnet. Wir sind aber im Weltall, da kann es nicht regnen. Dann müssen das doch irgendwelche Lecks sein. Jetzt ist die Frage, wo muss ich denn lang? Ach, ich kann drehen! Ah, cool. Mal eine andere Perspektive. Guck mal, das hier ist doch an. Nee. Bringt mir leider auch nicht so viel. Dann doch hier irgendwo lang? Nicht wirklich.
Nee, hier bringt mir das irgendwie gar nichts. So sehe ich davon alleine, okay. Das muss doch hier irgendwo lang gehen. Nein! Nicht schon wieder die Granate! Ah, ich will immer den Bildschirm sehen mit der rechten Maustaste. Da habe ich den Weg freigesprengt. Nein, habe ich nicht. Okay. Dann lass uns wieder rausgehen. Es ist nichts passiert. Ich habe nicht aus Versehen eine Granate benutzt. Was ist das denn hier überhaupt so? Also ich habe echt keine Ahnung, wo ich jetzt lang gehen soll. Lass mich durch! Vielleicht ist das Feuer jetzt mittlerweile gelöscht. Nein, ist es nicht. Kann ich hier irgendwie durch? Nee, ich kann leider überhaupt nichts tun hier. Aber ich werde auch nicht von Feuer einfach so verletzt. Das ist doch auch ein positives Ereignis. Na gut, gehen wir wieder ein Stück zurück. Ein Stück zurück. Von wo komme ich denn? Oh. Ich sollte auch treffen. Treffen wir durchaus vorteilhaft. Okay, gehen wir einfach. Aber von hier komme ich doch. Das bringt mir doch hier überhaupt nichts. Gehen wir einfach mal. Stimmt, hier war das Gift. Was uns auch nicht weiterbringt. Habe ich den schon untersucht? Waren wir hier schon? Nee, aber hier ist auch nichts. Außer ein Spind. Wow, wir haben 1000 Geld erhalten. Was für eine Währung die wohl da haben. Hier komme ich auch nirgendwo, irgendwo rein. Ich muss dahin. Ah, hier muss ich. Hier? Okay, geht das denn jetzt auf? Der will mit der Taschenlampe den Stromkreislauf. Wie benutze ich denn die Taschenlampe? Ich habe doch die Taschenlampe. Hab sie doch ausgerüstet. Flashlight? Mit F? Nein. Air Reload? Systems malfunction. Ja, aber der Schaltkreis. Soll das hier der Schaltkreis sein? Oh! Ach so, okay. Das war tatsächlich der Schaltkreis. Das ist aber seltsam. Mit einer Taschenlampe? Warum funktioniert das mit einer Taschenlampe? Naja gut, ich kenne mich nicht mit neuen Technologien aus. Daher werde ich mir da kein Urteil drüber erlauben. Boah, das ist jetzt aber schon ganz schön... Geht hier ganz schön zur Sache. Hier geht's nicht weiter. Oh, dieses Bildschirm einfach immer dreht manchmal, ist ein bisschen nervig. Wenn du die Zielcursor an die linke oder rechte Seite des Bildschirms bewegst, wird die Kamera drehen. Ah, ach so, deswegen. Danke, dass du mich gleich sofort darüber aufklärst. Gut, dann machen wir das doch so. Vielleicht kann man sich ja ein bisschen dran gewöhnen. Nur ein bisschen. Elektrische Störung. Ja, elektrische Störungen sind natürlich auch subi. Ist hier noch irgendwo? Hier ist ein Loch. Oh, wieso kann ich nicht einfach durch die Löcher krabbeln? Konsole für Umgebungssysteme. Einfach mal alles aktivieren. Tür aktiviert! Deaktiviere den zweiten Generator. Aber natürlich. Wenn ich wüsste, wo der zweite Generator ist, dann könnten wir das ganz, ganz flitzig schnell machen. Aber bestimmt kommen gleich irgendwelche Käfer wieder. Käfer? Hallo? Wo sind die Käfer? Generator-Steuerkonsole. Ich höre was tappeln, ich höre was tappeln. Doch nicht? Ein Mensch.
Oder ist sie das? Ist das unser Cyborg? Bestätige die Deaktivierung. Hier? Nee. Oh mein Gott, wie ich mich überhaupt gar nicht mit diesem Zeug elektrischen Sachen auskenne. War das nur einer? Ich hoffe. So, da ist irgendjemand durchgegangen. Warum war da ein Mensch? Oder vielleicht war das auch wieder so ein Cyborg. Wer weiß. Okay. Reaktor abschalten, bitte. Muss ich hier auch noch irgendwas bestätigen? Nee, theoretisch. Folge den Wegpunkten, um den Kondensator zu deaktivieren. Wo habe ich denn hier Wegpunkte? Tür deaktiviert. Na klasse. Geht's hier lang? Oh, das ist teilweise ein bisschen schlecht zu sehen, finde ich. Aber nur teilweise. Hier ist doch auch noch so ein Mega-Tastenfeld. Oh, nö, wir nehmen das Geld mit. Hauptsache, wir haben Geld. Mal gucken, ob wir irgendwo einen Süßigkeitenautomat finden. Muss ich denn hier wieder raus? Nee, das wäre doch echt seltsam. Nein, schon wieder eine scheiß Granate geworfen. Mann, immer weil ich drehen will. Also, granatenmäßig bin ich, glaube ich, eher nicht so ausgerüstet hier. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Doch, ich muss hier irgendwo lang. Folge den Dreieck. Den Illuminaten-Dreieck. Das ist ja theoretisch... Ach so. Alles klar. Habe ich tatsächlich diese Steuerkonsole übersehen.